Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Tutorials zu Star Wars Battlefront. Wir haben jetzt schon einiges durchgesprochen und beim letzten Part hier möchte ich nochmal so über alles reden, was noch übrig geblieben ist. Dazu zählen Merkmale, Power-Ups, Helden und die Map-Knowledge. Und wir beginnen mit den Merkmalen. Jawohl, Merkmale sind hier steigerbar, das heißt, die werden immer stärker. Man sieht es hier rechts gerade, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Je mehr Kills ihr hintereinander macht, desto höher steigen die. Das ist natürlich irgendwo zu beachten. Ansonsten kann man hier auch gucken, welche sind denn wirklich sinnvoll. Wirklich gut sind irgendwo alle. Die einzige Karte, die mir nicht ganz so richtig gut gefällt, ist der Scharfschütze. Aber naja, das ist meine persönliche Meinung. Wenn ihr damit spielen wollt, ist das eure Sache. Zu den Merkmalen kann man nicht viel sagen. Man muss halt wieder nur gucken, lohnt es sich, die Karten hier in der Map einzusetzen. Zum Beispiel Leibwächter ist natürlich auch wieder richtig gut bei sowas, wo dann viele Granaten gespammt werden. Wie schon im letzten Part erwähnt, Carbonit-Gefrierkammer wäre hier so eine Sache. Berserker an sich natürlich auch sehr gut. Ich habe ja schon erzählt mit dem Schild, dass man da so ein bisschen was kombomäßig raushauen kann. Kämpfernatur auch eigentlich ganz gut. Scout ist natürlich super, um Leute, die viel auf die Minimap achten, zu überraschen und zu verarschen, so ein bisschen zu flankieren. Kopfgeldjäger, ja, kann man auch gerne spielen, wenn man gerne viele Power-Ups haben will. Und das ist natürlich auch gut. Als weiteren Punkt hätten wir jetzt noch die Power-Ups. Ja, Power-Ups sind ja eigentlich nur so kleine Gadgets oder Sachen, die einem irgendwo helfen sollen, Kills zu sammeln, die Punkte zu verteidigen. Und hier muss man sagen, setzt die Dinger einfach sinnvoll ein, klatscht die nicht unbedingt raus, es sei denn, ihr spielt gerade mit der Karte dafür, mit dem Merkmal dafür, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Aber ansonsten versucht die meistens sinnvoll einzusetzen, besonders gerade um hier, wie bei Kampfläuferangriff, wichtige Punkte, Points of Interest nennt man das ja immer, zu verteidigen. Und natürlich auch die Gegner anzuschwächen, beziehungsweise wenn ihr denn eine Karte kriegt, beispielsweise jetzt den Raketenwerfer und ihr seht, aha, gleich ist die Kampfläuferphase hier, wo man dem Schaden machen kann, hebt ihn euch einfach auf kurzzeitig und wartet ab, bis die Phase anfängt, dann könnt ihr direkt den da draufhauen und positioniert euch eventuell so, ihr seht das bei mir teilweise, dass ich mich dann so ein bisschen drauf achte, welche Phase kommt denn gleich? Ich habe schon ein Power-Up, aber ich positioniere mich nahe eines anderen Power-Ups, einfach aus dem Grund, dass ich meins gleich rausschießen kann auf den Kampfläufer und dann direkt das nächste holen kann, um dem nochmal mehr Schaden zu machen. Machen wir weiter mit den Helden. Ja, Helden habe ich bis jetzt noch nicht besprochen. Helden kann man irgendwo einteilen, auch wieder in Kategorien, wie ich finde. Gerade Luke Skywalker und der Imperator sind da welche. Die sind recht agil, recht flink, können kurzzeitig reinspringen, viele Leute töten und dann wieder rauslaufen. Da müsst ihr natürlich drauf achten. Bleibt immer schön so, dass ihr euch irgendwo zurückziehen könnt. Ihr wollt natürlich gerne den Helden möglichst lange spielen und viele Kills machen. Das heißt, nicht dumm sinnlos reinlaufen und sterben, sondern immer schön einmal kurz rein und sofort wieder verschwinden. Warten, bis die Cooldowns wieder gehen und wieder rein. Und sowas macht ihr dann die ganze Zeit. So könnt ihr natürlich auch schön die Gegner ausschalten. Immer schön flankieren, auch so, dass die Gegner nicht unbedingt darauf achten, wo ihr seid. Auch wenn ihr eigentlich natürlich auf der Minimap von denen angezeigt werdet. Andere Charaktere, wie zum Beispiel Dengar und Darth Vader, sind dann eher so die Tankigen. Die kann man in diese Spalte packen. Die sind dann wirklich dafür da, um Punkte zu erobern, wie ich finde. Sagen wir jetzt mal bei Kampfläuferangriff oder bei Sabotage den Endpunkt. Dafür sind die gut. Die stürmen als erstes rein, halten viel Schaden auf sich, lenken den Schaden auf sich, wehren den ab, töten viele Gegner natürlich auch und sorgen dafür, dass das Team irgendwo in den Bereich kommen kann, um den zu erobern. Und die restlichen Helden, die es sonst so gibt, Boba Fett, Leia, Han Solo, wen gibt's noch? Nienamp. Und die restlichen, ihr wisst schon, ich habe jetzt welche vergessen, Boba Fett habe ich schon gesagt, ja, ich glaube schon, sind eher solche unterstützenden bzw. defensiv spielbaren, im Hintergrund haltenden Helden. Außer eventuell, Dings hier, Han Solo, den könnte man eventuell auch noch einigermaßen offensiv spielen. Die anderen würde ich persönlich zumindest recht defensiv spielen. Man will, wie gesagt, länger der Held bleiben, man will, wie gesagt, schön viele Kills sammeln und auch Spaß haben an dem Ding. Daher immer schön bei dem Objektiv punkten bleiben und die verteidigen. Als nächster Punkt wäre noch gesagt, dass man eventuell bei manchen Modi darauf achten sollte, was machen denn die Teammates überhaupt. Gerade wenn man, wie gesagt, Darth Vader oder Dengar denn hat, sollte man auch schauen, sind denn überhaupt Leute hinter mir, die mit mir reinstürmen können. Gerade in Sabotage sehe ich unglaublich häufig Leute, die einfach mit Greedo oder ähnlichen in diese Endzone der Rebellen reinlaufen
da sofort sterben, weil sie natürlich absolut nichts aushalten und gar keine Verteidigung oder sowas haben. Gar keine Leute mit sich mit haben, die reinlaufen. Daher wartet an den Punkten einfach vielleicht, bis dann Darth Vader oder Dengar kommt und lauft gemeinsam rein. Und so könnt ihr das auch dann easy gewinnen in den meisten Fällen. Und was auch noch so eine Sache ist, ist, wenn ihr denn wirklich jetzt als Held kurz vorm Sterben seid im Kampfläuferangriff oder ähnlichem, ihr solltet nicht des Spieles wegen, ihr solltet nicht hinten rumstehen mit 2% Leben und einfach nur defensiv bleiben ohne Ende, sondern solltet dann auch wirklich immer noch weiterspielen, so wie vorher, vielleicht ein wenig defensiver, aber nicht komplett hinten stehen bleiben, denn solange ihr natürlich noch am Leben seid, kann kein anderer Mensch Held werden. Und das ist erstens für die Leute blöd und zweitens natürlich auch fürs Spiel, weil die Gegner haben dann immer noch einen Helden. Wenn der stirbt, nach 2 Minuten kommt sowieso so ein neues Ding, so ein neues Icon von dem Helden. Dann kann der Nächste den spielen, dann haben die einen und ihr bleibt immer die ganze Zeit mit eurem 2% Luke hinten stehen und macht nichts mehr. Das bringt dann dem Spiel leider auch nichts mehr. Als allerletzten Punkt haben wir jetzt hier noch die Map Knowledge. Das heißt einfach auf gut Deutsch übersetzt sowas wie man kennt die Map, Map-Kenntnis. Und was heißt das genau? Ja, das bringt einem natürlich einen riesengroßen Vorteil, zu wissen, wie die Map ungefähr aufgebaut ist. Wo sind so die Engpässe, wo sind die Zonen, wo kann man gut Granaten hinwerfen, wo kann man gut vorher schon hinaimen, wo kann man hinpredikten. Das sind jetzt so ein paar Sachen, die sind alle sehr wichtig. Und da gibt es natürlich auch sogenannte Sweet Spots. Sweet Spots sind einfach die Positionen, die einen extremen Vorteil dir bieten. Die kann man schlecht einsehen, da hat man einen sehr großen Vorteil irgendwo und die Gegner können einen halt, wie gesagt, sehr schlecht einsehen. Man kann viele Kills machen, man kann gut das Ding verteidigen. Beispielsweise jetzt hier für mich so, habe ich mir den jetzt gerade mal kurz rausgesucht. Ist jetzt kein besonders guter Sweet Spot oder sowas, aber man sitzt hier in der Deckung theoretisch. Jedes Mal, wenn einer an diese Uplink-Station geht, kann ich den sehen, kann ich den sofort abschießen. Die Gegner sehen mich in dem Moment eher nicht. Ich habe hier super gute Deckung. Und normalerweise gibt es natürlich auch Sweet Spots. Man erinnert sich an die Stelle von Sulust, direkt über diesem Komplex. Da kann man sich mit irgendwelchen Jetpack-Sprüngen hochspringen und ist dann ganz, ganz oben. Das wäre auch ein Sweet Spot, wenn man denn snipen möchte, dass man da extrem Vorteil hat vor den Leuten, die dann unten sind und einen gar nicht sehen bzw. gar nicht auf einen achten können. Und als letzten Punkt hier noch, Übung macht den Meister. Jeder hat mal schlechte Runden natürlich, deswegen lasst euch nicht von schlechten Runden entmutigen. Übt das Spiel einfach weiter und ihr werdet besser in den Maps mit den Waffenhandling. Probiert irgendwelche Starcards aus, guckt an, ob ihr nicht irgendwelche tollen Kombinationen hinkriegt. Schaut mal andere Spielstile an, guckt euren Spielstil an, wie spielt ihr? Spielt ihr eher defensiv, spielt ihr offensiv? Es geht nicht zwingend um die Kills, das ist tatsächlich meistens so in den Spielen, sondern viel eher ja um das Gewinnen des Spiels. Von daher, jeder fängt mal klein an, übt einfach weiter, spielt das Spiel weiter, wenn es euch Spaß macht. Und das war's jetzt eigentlich so mit meinen ganzen Tipps, die ich hier hatte. Ich hoffe, ihr hattet irgendwas Hilfreiches dabei oder es hat euch einfach nur so unterhalten. Und wenn ihr noch irgendwelche Tipps oder weitere Tricks und Sachen habt, die noch erwähnt werden können, könnt ihr die mal einfach in die Kommentare schreiben und ich gucke dann, ob ich noch einen weiteren Teil dazu mache. Aber ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.